Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zur Phantom Doctrine. Wir haben zwei feindliche Agenten mit uns geschleppt, haben kein Geld, um die zu verhören. Das ist ein bisschen blöd. Wir arbeiten immerhin hier dran. So, wir gucken erstmal vielleicht ins MK Ultra. Wer denn so ein Verhör? 550. Okay, das haben wir immerhin in ein paar Stunden zusammen. Die Gefahr steigt natürlich in der Zeit ordentlich. Ich mich ein blöd. Damit müssen wir jetzt halt irgendwie umgehen. 1000. Ja, und dann. Ein Lokator-Chip. Also, da kann man schon geile Sachen machen. Aber teuer. Alles teuer. So, die Söldner-Dossiers haben wir scheinbar fertig. Zumindest haben wir alle relevanten Informationen. Schauen wir doch direkt mal nach. Okay, die Spindel und die immergrün. Die hatten wir schon mal, da bin ich mir ganz sicher. Spindel. Das ist nämlich hier drüben. Ist alles ein bisschen verschoben irgendwie. Ich weiß nicht warum. So, Spindel hier. Die immergrün. Also, Vorkuta, der. Ja, da sind wir hier eigentlich durch, würde ich sagen, ne? Ist ja schön. Freue ich mich. Also, Vorkuta ist der Bach und. Das ist hier da drüben. Der MIT. Sind die Dummköpfe. So, Feinde haben wir aufgedeckt. Informationen, private Sicherheits- und Militärunternehmen. Da gehen wir doch direkt mal rein. Da haben wir jetzt nämlich auch alles, was wir brauchen an Informationen. Briefbombe und Titanen. Die gehören wohl hier mit dazu. Die braunen Spindel-Zwilling. Zwilling gehört hier irgendwie mit hin. Marktdach habe ich hier drüben gesehen und die ehemaligen, also das läuft ja alles zusammen irgendwie. Karachi und der Dummkopf, ne? Dummkopf haben wir ja gerade schon aufgeklärt, ne? Das ist der MIT. Karachi. Also Kooperativ-Design-Büro, das Minenfeld, das haben wir doch, das suchen wir zufällig. Also Kooperativ-Design-Büro und Kuba-Diplomat. Nix. So, hier haben wir Houston, Spindel und Hirte. Ja, ist ja gut. Okay, das gehört also hier dazu. Das ist also unsere Abfallecke, wie es aussieht. Ja, die kann das halt nicht beide sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, damit wird hier Karachi natürlich schon um einiges wahrscheinlicher. So, aber guck mal, Mr. Reagan, jemand in dem Alpha-Wolf spioniert sie für geschwärzt und geschwärzt aus. Sie sollten außerdem wissen, dass sie vorhaben, sie umzubringen. Das ist besorgniserregend. Eisprinzessin, haben Sie Beweise? Ein Umschlag beschriftet mit Projekt in Mexiko. DF. DF? Was ist denn DF? Mexiko, DF. Okay, also das gehört hier auf jeden Fall dazu. Bin ich hier mit Eisprinzessin. So, Mexiko und Karachi scheinbar. Hirte, gegen 4.30 Uhr erhielten wir Anruf vom Ministerium. Geschwärzt zufolge sei das Hinterhaus in Tripolis.
Schauplatz verdächtiger Aktivitäten, mutmaßlich durch die Braunen. Staffel D, okay, verließ das Hauptquartier in Geschwärzt um 5 Uhr und fuhr zu Tripolis, wo sie auf weitere Befehle warteten. Der Startschuss folgte um 6.20 Uhr. Der Trupp von Geschwärzt betrat das Gebäude über die hintere Treppe. Okay, Tripolis haben wir also auch noch. Hörte und die Braunen. Das Quartier mit hin, ne? Okay, damit können wir Tripolis hier schon mal ausschließen, auf jeden Fall. Aktennotiz. Wir haben seine Akten mehrmals überprüft. Er hat keinesfalls für die Division 9 gearbeitet. Es sei denn, sie verbergen etwas und der Dummkopf hat nie von ihnen gehört. Er hat von dem Ionensturm ein Praxisverbot und seiner Polizeiakte zufolge arbeitet er seit 73 Jahren für die Raubvögel. Okay, hier haben wir also den Dummkopf. Dann können wir mit dem Designbüro hier linken endlich. Also, Karachi und Mexiko waren gesucht. Sporn, Klumpfuß und Sonne. Oh. Make-up Deluxe. So, das war's. Unser Brett ist leer. Wir können auch keine Agenten irgendwie behandeln oder so im Moment. So, müssen wir die Jungs eigentlich noch nackig machen? Ja, müssen wir. Jungs und Mädels hier wieder entwaffnen. Wir haben nämlich leider immer noch nicht genug Ausrüstung. Aber, ich sehe gerade, der Sickle bekommt eine neue Eigenschaft. Wiedergänger. Das ist eine coole Sache. Begabt. Oh, weiß nicht. Sanitäter. Kampfinstinkte. Erhöht die maximale Wachsamkeit. Hört sich nach Spaß an. Das nehmen wir direkt. So, wen hatten wir noch mit? Hitch hatten wir mit. Und Hitch bekommt auch eine neue Eigenschaft. Kampfinstinkte, Sanitäter, Freitaucher. Ja, dann nehmen wir hier vielleicht die Immunität gegen Gas. Das hört sich schon nach Spaß an. Orakel hatten wir auf jeden Fall mit dabei. Der kann super schnell nachladen. Das müssen alle gewesen sein, ne? So, dann müssen wir mal gucken. Jonas, dem könnten wir noch ein Training spendieren bei Gelegenheit. Kodiak bekommt erstmal seine schusssichere Weste auf jeden Fall. Eine Granate und einen Erste-Hilfe-Kasten und eine Eigenschaft. Oh, schnell können wir machen. Freitaucher ist super. Dickkopf ist... ich hätte gern Niederhalten eigentlich. Erhöhte Bewegungsreichweite. Ich glaube, das ist total unser Freund. Dann geht das Aufklären vielleicht ein bisschen schneller. Müssen wir mal schauen. So, wir brauchen 550 Dollar oder sowas in der Richtung. So, und wir müssten auf jeden Fall sind denn Indigo und Sickle gerade? Ich dachte... Hier sind die irgendwie nicht... Ach, sind die vielleicht verletzt? Wir gucken mal auf die Krankenstation. Ja, tatsächlich. Die sind beide verletzt. Ich fasse es ja nicht. So, wen haben wir denn hier gerade... Eispickel, Schiene, Hitch und Oracle. Dann können
könnten wir Hitch und Oracle irgendwie hier hinschicken. Ich weiß gar nicht, wie die sprachlich begabt sind. Englisch, Englisch. Ja, da sind die in Russland natürlich nicht optimal aufgehoben. Aber wird schon gehen. Die lassen wir darüber fliegen. Neue Geheimakte. Eisberg-Gesprächsprotokolle. Bericht Operation Eisberg A14. Der weitaus größte Teil der Vorrichtungen wurde erfolgreich platziert. Allerdings wurde unser Schiff von einer Patrouille der Küstenwache verfolgt. Wir konnten Schütze, da ist er wieder. Wahrscheinlich ein anderer Schütze, nicht unser Schütze, an Bord des Kutters der Küstenwache identifizieren. Ohne das Ablenkungsschiff wären wir wahrscheinlich geentert worden. Daher bin ich mir nicht sicher, ob unsere Kontrolle über Geschwärz zuverlässig ist. Woher hat Schütze sonst das Wissen? Keine Ahnung, Schütze. Dringend betrifft Sicherheit. Testanlage 4 wurde von einem ausländischen Geheimdienst infiltriert. Sie stahlen Forschungspapiere von der Eisberg-Iteration 3 und ein paar damit zusammenhängende Memos, die brisante Details enthalten könnten. Wir haben Kucho hinterhergeschickt, könnten jedoch Unterstützung gebrauchen. Okay, wir suchen also zwei Personen. Haben noch keine Infos. Schade. Aber hier oben die Informationen. So. Müsste eigentlich gleich. Oh, hier ist was aufgepoppt. In München. Wo sind denn hier eigentlich Kaustik und in Beirut? Da schicken wir Lothar und Napoleon aus Paris rüber. Wir brauchen nur eine Stunde. So, MK Ultra. Sniper einmal verhören. Dauert jetzt ein bisschen. Unsere Gefahr steigt aber langsamer dadurch schon mal. Das finde ich sehr gut. Ah, noch eine Informationsquelle. Finde ich auch sehr gut. Oh, durch die Analyse eines Signals konnten wir an wichtige Informationen gelangen. Schauen wir doch mal. Hirte, Eckstein, Abaddon, Seifenfeld. Okay, gut, das gehört schon mal zusammen. Dummköpfe, Quelle, Foxtrot, Kickband haben wir da noch. Unser VH-Satellit hat ein doppeltes Blinklicht über dem Indischen Ozean aufgenommen. Es werden sofort Agenten losgeschickt, um Folgendes zu bestätigen. Kamera, Aktivitäten von Geschwärzt in der Kammer verifizieren, gemäß Einsatzbesprechung 2J. Jüngste Sichtung von Anna D. Guzman nachverfolgen. Informationen von der G21 über Anfreundung von Geschwärzt mit Geschwärzt genau nachprüfen. Okay, da haben wir doch schon mal ein bisschen was. So, Anna Guzman hier. Kamera. Sagt uns leider gar nichts im Moment. So, da haben wir auch genug Geld für das zweite Verhör auf jeden Fall zusammen. So, damit steigt unsere Gefahr nicht weiter. Also wir sollten immer so ein bisschen Geld auf jeden Fall jetzt in der Hinterhand behalten. So, Eispickel ist fertig. Endlich. So, der kann jetzt hier mit dem Ding umgehen. Das finde ich total gut. Dann können wir die beiden bei Bedarf auch wieder losschicken. Wen habe ich denn eigentlich hier? Krankenstation. Jonas wäre verfügbar. Kodiak auch. Ja, Tornado müssten wir mal irgendwie Gehirn waschen vielleicht. Bei Gelegenheit. Der ist ja immer noch so ein bisschen verräterisch eingestellt uns gegenüber. In einer Stunde geht es ja aber schon weiter. So, potenzieller Rekrut.
Damit kann man nichts anfangen im Moment. So, schaltet die Kontrollphrasebehandlung im MK Ultra frei. Und geheime Dokumente enthüllt und eine Beholderzelle in Hongkong aufgedeckt. Da sollten wir vielleicht... Ah, Bonuserfahrung für Jonas. Dann schicken wir doch Jonas und Jin direkt dahin. So, Lot und Napoleon hier zurück nach... Nee, nicht zurück, aber nach Brüssel. Ist Indigo eigentlich? Ja, Sickle auch fast. Oh, irgendwas ist passiert. Aha, ein Informant wieder, Eisberg-Gesprächsprotokolle. Robert Hansen haben wir hier. Pressegang und die Kammer. Okay, also die hängen hier zusammen. Da bin ich mir da schon mal nicht so sicher. Nee, die Pressegang taucht hier nicht auf. Sie haben mich in der Nähe des Gebäudes der Ausbrecher gefunden. Sie haben sie nicht hierher geführt, oder? Sie schinden Zeit. Erstatten wir der Quelle einen Besuch ab. Okay, Ausbrecher und Quelle. Das ist hierhin gelinkt. Na, mal gucken. Was für eine Verschwendung, die auch noch enorme Kosten verursacht. Und geschwärzt beschweren sich bereits, dass wir das Budget überschritten haben. Und zwar nicht nur für das Quartal, sondern für das ganze Jahr. Und ich befürchte, dass sie Big Ben und der Schwarzdorn misstrauisch werden, weil ihnen ein Agent nach dem anderen wegstirbt. Okay, Big Ben hatten wir doch hier oben, dachte ich nicht. Ah, Big Ben ist hier unten. Schwarzdorn sagt uns leider auch noch nichts. So, warum haben wir hier so viel? Ach so, wegen der aktiven Zelle. Eieiei. So, Signalanalyse. Vier neue Infos. Klaus Barbie. Klaus Barbie, echt? Weber und Crusoe. Dann schmeiß ich mal hier drüben hin. Dean McMacken ist hier mit den Kameran verbunden. Und mit der Pressegang. Das scheint also schon wieder nicht zu sein. Eckstein, Monoxide, Kater, Schütze. Achso, Schütze. Ja, geil. Können wir das ja auf jeden Fall linken. So, jemand ist gerade über die Gasse hinter den Katern gelaufen. Über die Gasse hinter den Katern, was? Keine Ahnung. Eldridge Ames ist noch nicht aus dem Meeting raus. Geht es ihm gut? So, okay. Also, Eldridge Ames. Und hier auf jeden Fall mit den Katern linken. So, schmeißen das mal alles hier rüber.
ja, Crusoe, Weber, Klaus Barbie, wissen wir noch nicht. Unsere Gefahr steigt, ne? Das scheint eine ziemlich krasse Beholderzelle zu sein. So, Indigo und Sickle schicken wir hier hoch. Neue Geheimakte, weil wir Sniper verhört haben. Die Special Concepts Division. So, und dann gehen wir doch mal, würde ich sagen, ins MK Ultra hier. Und wir können ihm jetzt eine Kontrollphrase implantieren für 2000. Funktioniert das immer? Hundertprozentig? Wie krass ist denn Gemini? Würde mich mal interessieren. Können wir gerade nicht sehen. Freilassung kostet uns nichts. Ja, wir können ihm ja mal eine Kontrollphrase einpflanzen. Das dauert halt ein bisschen. Ach doch, nicht Eispickel. So ein Quatsch. Sniper will ich haben. Ja, über den wissen wir halt nichts. So, dann können wir das mal ausprobieren, auf jeden Fall bei Gelegenheit. Achso, hier das Board. Ah, verwirrt. Special Concepts Division. Mit der haben wir uns ja eigentlich schon mal beschäftigt. Nicht tödliche Schallwaffen im Gehör- und Gleichgewichtssinn langfristig zu schädigen. Beschreibung: Die Special Concepts Division hat ein Gerät entwickelt, welches einen hochfrequenten Strahl aus fokussierten Schallwellen freisetzt. Das Signal ist für Menschen unhörbar und verursacht Übelkeit, Schwindel und langfristigen Gehörverlust. Zu den Testeinsätzen gehört die Schikanierung von Agenten der Ius Genera über 8 Wochen. Schwärz berichteten später in internen Nachrichten NSA-Abhörkenntnisse über die Angriffe. Okay, Ius Genera. Meinetwegen. So, okay. Argus, potenzieller Rekrut, so, und den Gemini müssen wir jetzt umbringen, damit er uns hier halt nicht rumgurkt. Kostet halt leider. So, dann würde ich natürlich super gerne Tornado mal hier auf den Stuhl setzen. Das ist nämlich ein Beholderschläfer. So, dauert aber noch ein bisschen, ehe wir uns das leisten können. Ein potenzieller Rekrut, okay. Dann dauert das hier 4 Stunden noch. Das geht. Was passiert? Ah, hier. So, Indigo und Sickle haben das hier voll unter Kontrolle. Oha, so, machen wir vielleicht erstmal die Eisberg-Gesprächsprotokolle hier fertig. Weber Foxtrot. Weber haben wir hier oben. Foxtrot können wir noch nirgendwo linken. Aha, Kuro sagte, dass sie noch die passende Person für die Linienflug. Ah, okay, das können wir auch schon. Liste von Kandidaten: Dr. Robert. Haben wir wieder. Da.
Ja, das war's schon. Das heißt, Klaus Barbie wahrscheinlich auch nicht, ne? Da wird ja nicht Dr. Robert sein. Das würde ja... Klaus? Robert? Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich meine, möglich ist es, aber ja, irgendwie dumm. So, die Special Concepts Division. Da gucken wir mal. Schlaumeier, Knastbruder, Ritterschlag, Wasserung. Geschwärzt ist der Zielperson aus dem bekannten Versteck von BW Military in Geschwärzt gefolgt. Ein Sportgeschäft, ein Elektronikgeschäft, eine Pizzeria. Beim Verlassen des Restaurants überquerte die Zielperson jetzt ohne Rucksack die Straße und wurde von einem Fahrzeug des Ionensturms erfasst. Unsere Quellen im Krankenhaus zufolge wurde die Zielperson noch vor Ort für tot erklärt. Der Zusammenprall wurde zu einem Unfall erklärt und laut Presse zu einem glücklichen, da die Zielperson ein bekanntes Mitglied von BW Military mit einer gewalttätigen Vergangenheit war. Okay. Schauen wir mal. Bei Gelegenheit. So, ein bisschen Geld haben wir. Das heißt, wir können mal in die Werkstatt schauen. Sichere Gehirnwäschechemikalien auf jeden Fall. Ja, das wäre das Einzige, was mich im Moment so interessieren würde. Und die Gefahr steigt jetzt schon wieder. Haben wir eigentlich andere Verstecke, frage ich mich gerade. Nee, das war schon mal falsch. Nach Panama. Ja, oder nach Vorkuta wieder. Auf jeden Fall müssen wir schon mal ein bisschen Geld wieder sparen. So, wie sieht's denn aus? Hongkong? Die Beholderzelle, ja. Jonas hat hier schon wieder ordentlich abgegriffen. Können wir schon wieder mit 6 Leuten reingehen? Das wäre das Team vom letzten Mal. Ja gut, dann starten wir die einfach wieder aus, würde ich sagen. Ist ja alles kein Problem hier. So, Hitch. Schmeiß mal den Schalldämpfer drauf. Na, hier können wir panzerbrechende Munition noch zusätzlich mit reinschmeißen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Hitch kommt ins schwere Team natürlich. Ist sie irgendwie empathisch begabt oder so ein Quatsch? Nee. So, Oracle. Ebenso. Ein schwerer Wessel, der ist auch nicht empathisch begabt, ne? Doch, der ist empath. Na, sehr gut. So, dann bekommst du hier eine Annäherungsmine. So, Sickle. Schalldämpfer drauf. Kann ich mit irgendeiner anderen Waffe unheimlich gut umgehen? Nee, leider gar nicht. Auch kein Empath. Ja, ich müsste echt mal ein bisschen Geld für Training zur Seite legen. Bei Gelegenheit. Okay.
So, Indigo bekommt hier einen hexagonalen Lauf drauf. Sickle auch, würde ich vorschlagen. Ah, Sickle kann ich. Ja, machen wir so. So, hier können wir noch ein... Wir haben gar keinen hexagonalen Lauf mehr. Okay, dann halt nicht. Dann sind die Jungs und Mädels zwischen mir komplett fertig ausgerüstet. Wird auf jeden Fall Spaß. Dann können wir hier... Ja, ich habe leider niemanden, der Chinesisch spricht, dabei. Macht nichts. Dann können wir hier auf jeden Fall Taipan beim nächsten Mal ausräuchern. Und das heißt, für heute war es das schon wieder, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.